Heute sind wir am Edersee. Hier üben heute Fallschirmspringer die Wasserlandung. Circa 100 Fallschirmspringer, deutsche, niederländische, amerikanische und britische Soldaten trainieren die Wasserlandung auf dem Edersee. Aus einer Höhe von 400 Meter springen die Fallschirmspringer aus einem Transportflugzeug. Es ist ein sogenannter Automatiksprung. Nach Verlassen des Flugzeuges öffnet sich der Fallschirm automatisch. Helfer der DLRG sowie Pioniere mit Schnellbooten holen die Springer dann aus dem Wasser. Ich habe hier mal einige Sprünge zu filmen versucht. Die Sonne stand ungünstig, deshalb sind die Aufnahmen nicht immer hundertprozentig. Beim Zoomen werden die Aufnahmen auch schnell verwackelt. Vor allen Dingen, wenn man noch den Springer im Bild behalten muss. Du willst ans Wasser, ne? Nee. Hier noch ein paar Minuten vor dem ersten Absprung. Ja, der erste Springer ist im Wasser gelandet. Ja, gut. Schade, dass wir den nicht besser haben. Ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Der andere, der hier ist.
Ja, weil er hat mit Amerikanern geredet, die überhaupt nichts mit der Südstaaten. Und jeder andere sagt, das ist nicht die gleiche. Wenn man einen Tag. Ist ziemlich unten. Ja, jetzt ist am Wald. Jetzt geht es gleich ins Wasser. Guck doch mal mit welchen Filmen. Drinne? Ja. Was denn? 10 Meter beim Wasser, wir sind gleich im Wasser. Lech. Soldaten, die können unter der Luft atmen, unter Wasser atmen. Echt jetzt? Natürlich nicht. Nein, sogar gehen, es ist nichts. Hätte ich das jetzt daheim gefahren?